schon besucht. Vorher ist er mit großen Dampfen geworden und größeren Dampfmaschinen gekommen. Und irgendwann hat er dann gesagt, das ist alles zu schwer und ich möchte jetzt mal was Leichteres haben, weil er das jahrelang alleine gemacht hat auch. Und dann hat er sich ein Dampfauto gekauft. Und damit fährt er jetzt hier bei uns im Museum spaziert. Außerdem hat er ein Dampfmotorrad, mit dem fährt er so 40, 50 Sachen über den Acker. Und die Mütze nach hinten gekippt, sage ich mal, das ist der fliegende Holländer. Und das ist er auch wirklich. Er sagt, mit diesem Auto zu fahren macht auch noch nicht viel Spaß, aber es ist sehr gefährlich, weil die Leute das Auto nicht hören. Die gehen ran in das Auto, plötzlich fährt das los, also anders wie bei einer Harley oder bei...